kids. Die Ureinwohner sagen, warum sollten wir denn unsere Flüsse verschmutzen? Warum sollten wir mehr Land an uns reißen, als wir brauchen? Warum sollte es unter uns reiche und arme Menschen geben? Das macht keinen Sinn. Auf die Art kann doch keine Gesellschaft überleben. Und dennoch ist es heutzutage eine Tugend, so zu handeln. Und das kommt alles von dieser schrecklichen Vorstellung, dass eine Religion, die sich Christentum nennt, allen anderen überlegen ist und die Welt erobern müsse, zusammen mit den Interessen einer Händlerklasse, die die Welt wegen des Profits erobern will. Krishnamurti war ein hinduistischer Schriftsteller und er sagte etwas Wunderschönes. Und deshalb glaube ich nicht an Religionen, sondern dass alle Menschen überall am Geist teilhaben. Er sagte, Gott verbirgt sich in denjenigen unter uns, die am meisten verletzt sind. Verborgen, aber gegenwärtig, wie ein kleines Samenkorn. Unser Leiden ist ein Weg, damit wir neue Bedeutung und neue Kraft in unserem Leben finden können. Denn wenn du alles verlierst, um einer gerechten Sache willen, oder wenn du für Menschen kämpfst, die das selbst nicht können, wenn du mit ihnen alles verlierst, dann gewinnst du alles. Das Einzige, was die Kirche je für mich getan hat, war, mir einen Entschuldigungsbrief zu schicken. Der Mistkerl denkt, dass er mir auf Papier eine Entschuldigung schreiben kann, dass er sich verbal entschuldigen kann. Das funktioniert nicht. Es macht mich noch wütender, dass sie denken, sie können mir ein paar Dollar geben und dann werde ich vergessen. Wir sind keine große, glückliche Familie. Jede Gesellschaft auf dieser Erde beruhte auf dem Leiden und dem Elend und der Ausbeutung einer Gruppe von Menschen. Und du wirst Gott nicht irgendwo in irgendeiner Kirche finden. Du wirst ihn bei diesen leidenden Menschen finden. Das ist für mich die Botschaft von Christus. Aber warum begreift das niemand? Weil das Christentum von reichen Institutionen vereinnahmt wurde, von den Reichen, und es ist seit Jahrzehnten deren Diener gewesen, wo es doch eigentlich in die Hände der Armen gehört. Gott hat die Mächtigen von ihren Thronen gestoßen und die Armen erhöht. Gott schickte die Reichen weg und füllte die Hungernden mit guten Dingen. Es ist wie in der Bergpredigt: Gesegnet seien die Armen und wehe den Reichen. Er sagte das. Doch die Mächtigen, die Regierung, die Wirtschaft, die Kirchen, die denken, sie hätten die Welt in der Tasche. Sie könnten jederzeit Bombenteppiche auf Irak werfen. Sie könnten jeden zerstören. Doch es ist umgekehrt. Und diese Dinge sind ihr Untergang. Und diejenigen, die sie bombardieren, merken plötzlich, genau wie Martin Luther King und auch Gandhi, dass sie in Wirklichkeit die Macht haben, die Geschichte zu verändern. Nicht diese miesen Verbrecher, die glauben, alles bestimmen zu können. Und das ist eine revolutionäre Botschaft. Und darüber habe ich versucht, von der Kanzel zu sprechen. Und ich versuchte auch, das zu praktizieren. Es ist eigentlich keine Überraschung, wie es mir ergangen ist. Und daraus ziehe ich jetzt Kraft, weil mir klar wurde, das ist es, was passiert, wenn du versuchst, die Botschaft zu leben. Du wirst gekreuzigt. Aber das ist deren Niederlage und nicht meine. Ich bin nicht am Ende. Die bereiten sich ihr eigenes Ende. Und das ist der Sieg. From now on, all generations will declare me blessed, for the mighty one has done the most magnificent things to me. From within every one of us as we
the thrones and then stood up and walked with the lowest of the low, honoring them before all others. Ich bin jetzt Diabetikerin und brauche Dialysen. Ich verliere mein Augenlicht, meine Beine tragen mich nicht mehr und ich muss einsehen, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich weiß das. Aber ich möchte meine Liebe meinen Söhnen geben, für die wenigen Tage, die mir noch bleiben. Sie müssen wissen, dass ich sie wirklich lieb habe, obwohl ich es ihnen während vieler Jahre nicht sagen konnte. Aber ich liebe sie, sehr. Ich wollte ihnen nichts über meine Vergangenheit erzählen, aber jetzt tat ich es doch. Und wir weinten zusammen. Fed the hungry with good things, put the wealthy on empty and sent them away. Hey, 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 hey. And then reawoke in human hearts compassion for all who've breathed this air before, and for all who suckle at this planet now, and for all to come forevermore. For all to come forever.